Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Phasmophobia. Ja, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen rumgucken hier, ne, so die neuen Maps angucken. Genau. Und wir haben jetzt gesagt, uns ist es ziemlich egal, ob wir EP kriegen oder nicht, auch wenn es natürlich jetzt eben doof war, weil wir dachten, wir kriegen welche. Aber im Endeffekt haben wir genug Geld und im Level aufsteigen muss ich Eben. eigentlich nicht, weil es bringt ja im Endeffekt auch nichts. Außer dass das Level immer weiter steigt, aber es macht ja nichts mit dir. Du wirst ja nicht irgendwie stärker oder so. Von daher Es ist relativ eben. egal. Deswegen habe ich das jetzt auch wieder ausgeschaltet, dass wir unsere Sachen verlieren, wenn wir sterben, weil wir offensichtlich durch die Einstellungen, die wir gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, sowieso nichts kriegen würden, wie man gesehen hat. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, dann lassen wir das Ganze auch aus, dass wir nichts verlieren, weil sonst macht das ja absolut keinen Sinn. Ja, weil wir hier unsere Ausrüstung komplett verlieren, aber irgendwann nicht mehr nachkaufen können, weil wir halt einfach keine Kohle mehr kriegen. Ich finde, es ist ein Eben. bisschen blöd gehandelt, aber Ja. was soll's. Wir haben genug Geld und Level. Von daher. Wir müssen nicht Level 40.299.30 oder was weiß ich für ein Scheiß sein. Ja, es gibt bestimmt welche, die sind deutlich über Level 10.000, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Ja, die Das Sucht, die sind sind wir dann auch nicht. meistens diese Leute, denen dieses Spiel nicht schwer genug sein kann. Ja. Ja. Das ist genau diese Wahnsinnigen, die hier Devil May Cry auf Hölle und Hölle durchspielen wollen, unbedingt. Sind genau dieselben. Genau, das sind total gestörte. Ja, Ja, komplett gestört, ja. gestört sind sie zwar nicht, aber ja. Ja, das Geil. ist halt so diese Sparte, es kann nicht schwer genug sein, es muss immer eine heftige Herausforderung Und nein, die sind kommen. nicht wirklich gestört, das war nicht wirklich so gemeint, Nee. aber es ist halt einfach Ich nur, meine, mein Gott. wenn die Leute das halt auf diese Art schwer brauchen, dann sollen sie es meinetwegen spielen. Dafür gibt es Schwierigkeitsgrade, also von Eben. daher. Das Nur sind fände ich es die. dann halt echt cool, wenn es halt für jede Art von Spieler halt einen Schwierigkeitsgrad geben würde. Ich meine, guck dir mal Metro an. Das ist selbst auf normal oder ich glaube, einen einfachen Schwierigkeitsgrad gibt es gar nicht auf normal. Du siehst keine Lebensanzeige, du siehst keine Sauerstoffanzeige, die Kämpfe sind bockschwer und ich habe das nach irgendwie einer Stunde damals abgebrochen, weil ich mich mehr aufgeregt habe als in allen anderen Spielen auf der Welt, gesamt. Das ist absolut nichts für mich und es gibt aber noch, ich glaube, drei oder vier höhere Schwierigkeitsgrade, wo ich mir auch denke, warum geht man so weit, aber hilft den Leuten nicht, die das Spiel vielleicht gerne spielen würden, aber nicht können, weil es halt einfach für diese Person viel zu schwer ist. Das ist etwas, das verstehe ich nicht, warum Und das man ist da der nicht Grund, noch einen warum. einfacheren einfügt. Und das ist der Grund, warum Sira niemals. Wie heißt das nochmal, das Spiel? Lost Soul, Dark Souls ähnlich? Dark El Souls. Von Dark Elden Souls Rings, weiß man jetzt, Elden dass das Rings. schwer ist. Das weiß jeder, dass das schwer ist, egal Ja, was du machst. aber wir wissen, ich weiß zum Beispiel, dass du gern Elden Ring gerne Oh spielen ja, oh, wie würdest. gern würde ich das spielen. Aber es ist Ja. einfach so schwer. Wie gerne, weil ich liebe solche dark angehauchten Spiele mit irgendwelchen Unterweltkreaturen, Unterwelten und hast nicht gesehen. Ich liebe das so sehr. Ich würde Dark Souls auch gerne mal spielen, weil das ist für mich auch Inspiration für neue Art von Monstern in RPGs oder so. Das Problem ist halt, ich kann es nicht spielen, weil das halt eben sauschwer ist und ich dafür keine Geduld habe. So, jetzt lassen wir uns mal weitermachen hier. Ja, Ich warte genau. schon. Ich warte auch. Muss ich bereit drücken? Ja. Ja. Hast du Ich bin gerade. hinzugefügt? Ach nee, ich bin an zweiter Stelle. Ja. Gut. Ja, dann können wir los, ne? Ja. Ins neue Camp. Die Zuflucht ist im Freien, wurde evakuiert. Na, was? Diese Zuflucht im Freien wurde evakuiert, nachdem sich ein paar der lagervollen Geschichten zur Realität wurden. Nachdem ein paar der. Ah, okay. Achte darauf, was du sagst. Die Geister hören zu. Okay. Ich werde ein paar Lieder schmettern am Lagerfeuer. Das Lagerfeuerlied von SpongeBob zwar nicht, weil das kann ich nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Vom Camp ist fehlerhaft. Was? Okay.
Ja, da stand irgendwie, nachdem sich ein paar Lagerfeuergeschichten zur Realität wurden oder sowas. Oh. Da war ein Wort zu viel oder ein Wort zu wenig. Ich habe mal das hier genommen, hier, das da, ne? Ja, das Übliche von dir halt, ne? Du hast mal das hier So, genommen, das Rose da. Hill heißt der Geist. Es gibt auch neue Namen. Wieder Ja. Einzelperson, reinige den Bereich mit Räucherstäbchen, Foto vom Geist und Parabolmikrofon wieder. Das nehme ich wieder mit. Okay. Diesmal wissen wir ja, ab wann das Parabolmikrofon nämlich zuschlägt. Erst dann, wenn auch wirklich eine Aktivität stattfindet. Also, wenn er halt irgendwas tut. So, ganz kerzengeradeaus ist der Generator hinter dem Moment mal, das ist das, was Lagerfeuer-Generator. wir schon kennen, oder? Ja, es ist bloß in klein. Ah, okay. Der Oh Grund, das ist ja. kleiner. Ja. Der Tipp bei mir stand, Ein Zeichen, Alter. wir sollen aufpassen, was wir sagen. Der Geist hört uns zu. Es geht in Ja, Horden deswegen. hier. So, take off all your clothes. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wie macht man den Generator wieder an? Aufziehen erstmal. Ach nee, den nicht. Hä? Wie macht man das? Doch, grün drücken. Ach so, auf den grünen Knopf. Ach so, ich dachte, den muss ich einfach so irgendwie anklicken. Wo bist du Überhaupt denn? den Gib Knochen. uns ein Zeichen. Bist du Was sagst hier? du? Knochen. Sehr gut. Ich hab das Bücherbrett gefunden. Das Oh je, nicht Fischerbrett. hier. Ich glaube, da brauchen wir aber noch dieses komische Schiebedings. Hört ihr das? Ja. Bist du hier? Ja. Wo bist du? Oh, Marshmallows. Wo bist du? Oh, Marshmallows! Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist Ja, du? was hat die denn für Schritte? Wo bist du? Ja, oder wahrscheinlich auch hier. Ich verstehe. Gib uns ein Zeichen. Eieiei. Bist du hier? Ja. Wo bist du? Hier, guck mal. Hier zum Beispiel. Ich guck mal hier, ich denke mal, da wird nicht drauf reagieren. Probier's mal auf dem Klo nochmal. Bist du hier? Wo bist du? Nö. Ich habe das bis im Truck gehört, das Handy. Ja, das ist hier bei mir. Nein, das war das direkt neben mir, das im Zelt lag. Ja, aber hier war auch ein Handy. Guck mal. Soll ich Von das wem kam Wischerbrot das denn? testen? Da ist gerade was geflogen. Das Ding ist gerade geflogen. Und hier wobbelt dieses Ding hier. Uns ein Zeichen. Und das war das hier. Noch kürzen. Das habe ich gerade Wort zum gemacht, das Foto Foto. gemacht. Ich bin da Wo hinterher ist das genau gelaufen. hin, Termina?
Ich bin hier hinterhergelaufen, während Sira, verfolgt hat. Ja, die ist mir voll nachgelaufen. Ich habe nur zusehen können, wie sie ihr nachgelaufen ist. Da habe ich gemeint, jetzt machst du mal ein Foto. Ich dachte, das wäre schon Hand, Alter. Nö. Aber hier hatte ich irgendwo niedrige Temperatur so ein bisschen. Muss ich mal gucken. Hier habe ich 6 Grad. Ja, ich glaube, wir sind hier draußen. Ich glaube, das zählt nicht wirklich. Ja, muss der Geist in irgendeinem Feld sein? Ich glaube, der ist hier überall. Also alle optionalen Aufgaben sind erledigt. Wir müssen nur noch rausfinden, was ein Geist ist. Okay. Also er ist ziemlich straight Sira hinterher gemacht, ne? Hat mich voll und ganz ignoriert. Oh, hier hatte ich gerade 4 Grad. Du, ich glaube, Temperatur hier drin, hier draußen. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier in diesem Zelt habe ich unter 10. 9, 7, also knapp 8. Könnte hier sein. Leg hier mal das Büchlein hin. Oh, die hat da was rumgekickt. Die hat das Ding hier rumgekickt. Oh, hier ist 3 Grad. Hier drin. Wo drin? Hier. Ja, wo hier? Wo, hier. Ach, da. Ja, 1 Grad habe ich hier. Wo ist das Buch? Ich hole noch mal die Box. Also Not hätte auch das Switcherboard nehmen können, weil ich glaube, wir müssen das sowieso aktivieren, damit wir es haben. Wir müssen auch noch das Wie alt bist du? Damit wir das Switcherboard benutzen können. Nee. Bist du hier? Doch. Nein. Dieses Schiebeding fehlt. Das muss man erst finden. Nein. Das ist schon dabei. Das ist da quasi bei. Das ist okay. Quatsch. Haben wir sonst noch was? Toll, jetzt muss ich pullern. Also wir haben noch keinen Beweis, oder? Nee, gar nichts. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach zu. Ist da gerade was durchs Bild gehuscht oder war das dein Licht? Das war, glaube ich, mein Licht. Hm. Glaubst du, gehst was? Ich glaube, ich gehe einfach mal das Switcherboard fragen, in welchem Zelt es ist. Meine Sanity sieht nur noch ganz gut aus. Unser aller Sanity ist noch okay. Okay. Aber ich glaube, ich warte noch einen Moment, bis es nicht mehr auf 6 Grad steigt und so. Klick, 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 klick. Oh, es geht gerade runter. Wer kommt mit? Ich, Moment. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Na? Wo bist du? Oh, warte mal, wenn du das Ding benutzt, ich hol mal das EMF. Hä? Okay. Ich habe EMF in der Hand.
Ich muss das erst anmachen. Ich versuch's grad. Mach du mal. Ups. Ah. Wo bist du? Das Ding fehlt wirklich, da Picknick. Ist nichts. Ne, geht nicht. Picknick. War ein kurzer Hand. Ja. Hat einer gesehen, wo sie herkam? Ja, hier aus der Ecke. Ja, die kam von da vorne. Ist definitiv dieses Zelt hier. Oder hier die Ecke zumindest. Ich würde mal hier vielleicht so noch was in die Mitte stellen oder so. Ja, Cam, ich stell das hier mal um. Warte mal. Aber wo? Warum fehlt bei dem Ouija-Board das Ding? Ja, nee, das hat nicht gefehlt. Das musstest du nur theoretisch hinzufügen, indem du einfach drauf drückst. Kannst du in die Hand jetzt nehmen. Jetzt ist es kaputt. Ja, jetzt ist es kaputt. Das ist gar nicht aber kaputt. Du kannst das nur einmal benutzen, oder wie? Doch, bei mir ist es jetzt kaputt. Bei mir gar nicht. Bei mir ist es komplett denn? Zerbrochen. Aber ich hab's auch angesprochen. Es ist komplett zerbrochen. Ich hab's gerade in der Hand gehabt und hab's weggetragen. Ist kaputt. Ich habe meine Kamera verloren. Seht ihr irgendwo hier eine Kamera auf dem Boden liegen? Nö. Hast du die Kamera von? Hier liegt sie, hier liegt sie. Da, weil ich sie wegschmeißen musste, damit ich die Kamera... Aber bei mir ist das noch heile. Oh, haben wir Gefriertemperaturen? Ich habe hier gerade Atem gehabt. Ich hole mal das Thermometer. Hier, nimm mal EMF. Ja, minus. Hey. Das war strange. Die Tür war noch offen. Das war nur ein Dings, kein Hand. Aber das Dingens hat gekrisselt. Ist das mittlerweile auch, wenn sie nur sich zeigt? Ja. Kommst du bitte Alter, mal zurück, Dragomir? Du hast nur 10%. Oh, Alter, hat die mich erschreckt, ey. Das hat man gehört. Wie erkennt man denn mittlerweile bitte, dass dieses Jagen anfängt? Gar nicht kompletten mehr. Gar nicht mehr. Ey, das ist doch so bescheuert. Doch, also diese Pro-Gamer, die sagen dir sofort, ja, zack, das mal ein Event, bleibt stehen. Ich weiß aber nicht, woran man das ausmachen kann. Ich glaube, das musst du halt echt viel spielen, um das irgendwie zu schnallen, aber ich, keine Ahnung. Das ist unfassbar. Naja, aber wir haben Gefriertemperaturen. Ja, immerhin. Eins von drei. Fingerabdrücke. Ich gucke die ganze Zeit auch schon nach Fingerabdrücken und ich sehe keine. Im Übrigen stand die gute Frau hier, als ich dich gezeigt habe. Die stand genau da. Okay. Ich habe schon wieder diesmal habe ich mein EMF verloren. Da liegt er, hier. Ja, direkt hier.
sonst ein Zeichen. Aber bitte ein freundliches. Wisst ihr nicht, was man noch nachgucken kann? Ach, das war ein Event. Ich... Jetzt nicht mehr. Dachte ich, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Geist ist zu hart. Dragomir ist tot. Ich schon grad, da ist gerade ein Kegel geflogen. Ja, und Dragomir ist tot. Oh, was? Ja, da hinten ist er. Ich habe mich schon gewundert, so, hä, das war ja aber voll schnell. Was ist, hat mein Kollegen getötet? Wir sollten gehen. Ja, das stand das letzte Mal auch schon da. Ich nehme mal Sanity-Pillen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, da nochmal reinzugehen. Naja, wir müssen die Beweise. Also ich glaube, Fingerabdrücke können wir ausschließen, weil ich renne die ganze Zeit mit diesem Ding durch die Gegend und habe einfach nichts gesehen. Hm. Was fehlt denn noch? Die hat Spaß. Naja, Dots könnten wir noch gucken. Ja, das ist ja auch schon die ganze Zeit da. Ja, aber nicht da, nur da in ein Zelt rein und nicht ins Camp rein. Aber draußen, das sind doch zwei, da liegen doch zwei. Einmal draußen und einmal im Zelt. Ja, aber nicht hier, oder? Da ist es da unten auch Dots. Nee, das eine nicht. Blip, blip, blip. Da ist ein Dots. Ja, in dem Zelt. Ups, das bin ich. Das ist aber kein Dots da vorne, oder? Nee, das ist eine Lampe. Ja. Das meinte ich. Huch. Ich bin doch hier kein Ding an den Kopf schmeißen. Ich schmeiß mir hier ein Ding an den Kopf. Keine Hand, die Tür ist offen. Ich wollte trotzdem sicherheitshalber rausgehen. Jetzt handelt sie. Durch die Wand, geh ein Stück rückwärts. Dreh dich ein bisschen nach links.
Der Hand sollte vorbei sein, oder bin ich jetzt alleine? Ne, bin ich nicht. Ich bin noch da. Ja, dann komm bitte her, nimm sie in die Pillen und geh doch nicht mit 9% da rein. Ich wollte eigentlich nur das Buch hinlegen. Ja, den Ball wir hab haben dort übrigens nicht geworfen. Alter, bin ich gerade von dem Quietschen von der Tür erschrocken. Wir haben Dotz, der ist hier ins Zelt reingerannt. Oh, okay. Ja. Krass. Wenigstens etwas. Ja, Dotz haben wir auf jeden Fall. Dotz. Also ein Jurai oder ein Oni? Ja, also entweder brauchen wir noch EMF Level 5. Oder Geisterorb. Jetzt stehen wir bei mir und beobachten die Kamera. Ja, als ob ich da nochmal rausgehen würde jetzt. Ich bin bescheuert. Ah, schön. Aber ich. Nee, das ist deine Kamera. Ich dachte schon, das wäre ein Orb. Ich habe übrigens die ganze Zeit das EMF gehört, tatsächlich. Dann würde ich einfach sagen: EMF Stufe 5. Ja, wenn man die Wahl hat zwischen Orb und EMF und sieht auf der Kamera kein Orb, ist es meistens immer EMF. Ja, ich habe ihn hier sozusagen gesehen, da wo das Zelt ist. Ist er reingerannt. Ich sehe hier kein Orb. Weil müsstest du trotzdem Dots sehen. Ah, geht hell. Ich mache jetzt EMF, ich habe keinen Bock da nochmal reinzugehen. Ich auch nicht. So. Das ist die ist Oni. Ende der Geschichte. Du hast einen Oni. Nein, hast du Schande. So, liebe Oni. Dragomir, wirf bei uns etwas, wenn du dann eingetragen hast. Gut. Gut, Katze. Passt. Also dann tschüss, ne? Ich mag nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Mir langt's. Ja. Richtig wär's gewesen. Ja. Sehr gut. Juhu. Oh, wir haben kein einziges Foto gemacht, scheinbar. Doch, hab ich. Vom Knochen. Ja, da steht aber Fotos 0. Ja, aber ich hab vom Knochen gemacht, ich hab vom. Ja, aber da steht da, glaube ich, allgemein, weil wir ja nun keine Punkte kriegen. Ich hab sogar. Nee, weil, ja, dann wäre alles andere auch durchgestrichen. Ich habe sogar Fotos gemacht von der Jagd. Du bist gejagt worden und habe ich ein Foto von der Olden gemacht. Ja, im Grunde ist es eigentlich auch egal. So, das war's wieder für diese Folge. Ja. Danke fürs Zugucken und beim nächsten Mal kommt das neue Asylum. Ja. Ciao, ciao. Ja. Das freut mich jetzt schon. Ciao. Also, tschüss.